Tagesordnungspunkt 27. Erste Beratung des von den Fraktionen SPD, CDU, CSU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Abgeordnetengesetzes, Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen und weitere Änderungen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, Herr Staatsminister Hoppenstedt, zügig den Platzwechsel vorzunehmen. Staatsminister AD. Macht man nicht. Dann sagt ihr das. Dann hält ihr Zeit. Das ist jetzt der Fall. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile als ersten Redner dem Kollegen Dr. Johannes Fechner, SPD-Fraktion, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es wichtig, dass wir als Abgeordnete unsere Entscheidungen den Bürgerinnen und Bürgern erklären, dass wir sie mitnehmen. Und genau dafür braucht es Fraktionsöffentlichkeitsarbeit. Und für diese gibt es Steuermittel. Und wir regeln heute mit diesem Gesetz, dass ganz klar ist, dass diese Mittel, die wir bekommen für die Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen, auch nur für diese Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung stehen und nicht etwa zweckentfremdet werden dürfen, etwa für die Parteienfinanzierung. Ein ganz wichtiges Gesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir freuen uns auch, dass es gelungen ist, diese Regelung auf eine breite Basis über die Ampelfraktion hinaus auch mit der CDU/CSU geeint haben zu können und heute hier in erster Lesung beraten zu können. Der Bundesrechnungshof kritisiert schon seit langem, dass eine solche präzise Regelung über die Möglichkeiten und mögliche Rückforderungen bei Zweckentfremdung der Öffentlichkeitsmittel fehlt. Darauf reagieren wir heute und nehmen diese langjährige Kritik des Rechnungshofes auf. In einem Punkt will ich gleich zu Beginn sagen, folgen wir dem Bundesrechnungshof aber nicht. Wir finden, dass der Bundesrechnungshof eine zu enge Auffassung hat, was denn Öffentlichkeitsarbeit und vor allem Fraktionsarbeit der Fraktion ist. Es muss zum Beispiel möglich sein, dass ein Fraktionsvorsitzender einen Kommentar ergibt zu einer Wahl in einem ausländischen Staat und dass wir ohne Einschränkungen auch auf Social Media Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen machen können. Diese Auffassung des Rechnungshofes, die halten wir für zu eng und deswegen regeln wir ganz klar, dass die Vermittlung allgemeiner politischer Standpunkte und zwar insbesondere auch über Social Media ein berechtigtes Interesse einer Fraktion ist und dass dafür die Fraktionsmittel verwendet werden dürfen. Und ganz wichtig, wir haben uns eine klare Regelung vorgenommen, die wir jetzt hier auch vorschlagen. Was denn passiert, wenn die Fraktionsmittel zweckwidrig verwendet werden, etwa zur Parteienfinanzierung in Wahlkampfzeiten? Da wird es zukünftig so sein, wenn ein solcher Verstoß vorliegt, dann wird der Ältestenrat diesen Missbrauch feststellen und dann ist es Sache der Bundestagspräsidentin, die Mittel von der Fraktion, die die Mittel zweckentfremdet hat, zurückzufordern oder auch mit ihr noch anderweitig zustehenden Mittel aufzurechnen. Das ist eine klare Regelung, weil wir sicher gehen wollen, wenn einer Fraktion Steuermittel für die Öffentlichkeitsarbeit und damit für die Information der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung gestellt wird aus dem Bundeshaushalt, dann dürfen die Mittel nicht zweckwidrig verwendet werden. Und das regeln wir heute ganz klar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben noch weitere Regelungen im Abgeordnetengesetz zur Änderung vorgesehen. Wir wollen es Kolleginnen und Kollegen ermöglichen, wie jeder Arbeitnehmer, wie jede Arbeitnehmerin, einen Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung zu bekommen. Das ist keine neue Regelung. Was wir aber jetzt ermöglichen, ist es, dass auch diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die sich erst im Lauf der Wahlperiode für diese Variante entscheiden, diese Möglichkeit auch einräumen. Und wir sehen, dass unsere Regelungen, Interessenskollisionen von Abgeordneten in den Ausschüssen zu veröffentlichen, nicht praktikabel war. Sie war zu kompliziert und hat damit den Zweck, mehr Transparenz zu schaffen, nicht erfüllt. Deswegen fokussieren wir uns auch weiterhin auf die Berichterstatter. Wenn ein Berichterstatter einer Interessensverknüpfung, Interessenskollision ausgesetzt ist, dann muss er im Ausschuss vor der Beratung mitteilen, dass diese Interessensverknüpfung besteht. Das sollen alle Bürgerinnen und Bürger vor einer Diskussion im Ausschuss wissen, ob möglicherweise hier eine Interessenskollision besteht. Die übrigen Mitglieder im Ausschuss, die müssen sich nur dann offenbaren bezüglich einer Interessensverknüpfung, wenn sie es nicht schon angegeben haben. Also wenn beispielsweise ein Berufsstand, die Erhöhung der Vergütung zur Beratung ansteht, dann müssen die Berichterstatter, die diesem Berufsstand angehören, diese Interessensverknüpfung darlegen. Die anderen Ausschuss nur dann, wenn sie es nicht schon bei den Nebentätigkeiten angegeben haben. Auch das dient einer klaren Regelung. Wir sorgen dafür, dass transparent ist und ganz klar ist, dass wir hier, wir Abgeordnete, für das Allgemeinwohl und nicht für den eigenen Geldbeutel arbeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben
zu dieser Zeit am Freitagvormittag sicherlich auch schon spannendere und bedeutendere Themen als hier diese kleineren Regelungen im Abgeordnetengesetz, die zugegebenermaßen vielleicht sich etwas trocken anhören, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne. Theoretisch hätten wir das auch ohne Debatte machen können, aber uns war wichtig, da kann ich für die Ampelfraktion und die Union gemeinsam sprechen. Wir wollten uns nicht im Ansatz dem Vorwurf aussetzen, still, leise, heimlich während der Fußball-Europameisterschaft, wo vermeintlich die Bürgerinnen und Bürger anderes im Sinn haben, als unsere Parlamentsdebatten zu verfolgen, hier Regelungen für unseren Abgeordnetenstatus zu treffen. Deswegen ganz klar auch zu diesem Zeitpunkt eine öffentliche Debatte, wenn es darum geht, was die Rechtsgrundlagen unserer Abgeordnetentätigkeit hier sind. Ich freue mich auf die Beratung. Vielen Dank, Herr Kollege Fechner. Nunmehr spricht zu uns der Kollege Dr. Hendrik Hoppenstedt, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir beraten heute über die Modernisierung des Abgeordnetengesetzes. Und das Abgeordnetengesetz ist so etwas wie die Arbeitsgrundlage für uns Abgeordneten und auch für die Fraktionen. Und deswegen, Herr Kollege Fechner, Sie haben es ja auch angesprochen, ist es in der Tat gute Tradition, dass man dieses Anpassungsgesetz gemeinsam auch über die Fraktionsgrenzen der Ampel hinaus berät. Und Sie gestatten mir an dieser Stelle die Anmerkung, dass wir nach wie vor darüber empört sind, dass bei der zweiten wichtigen Säule, nämlich dem Wahlrecht, dieses Gemeinsame nicht vonstatten gegangen ist. Und das kritisieren wir nach wie vor. Sie haben damit in Kauf genommen, dass ein Teil... Sie nehmen damit in Kauf, dass ein Fundament auf unserer gemeinsamen parlamentarischen Arbeit damit an dieser Stelle brüchig wird. Beim Abgeordnetengesetz, meine Damen und Herren, sind wir gemeinsam der Auffassung, dass es in einigen Punkten gezielt modernisiert gehört. Dies betrifft vor allen Dingen die Regelungen zur Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen. Nicht zuletzt der Bundesrechnungshof hat wiederholt angemahnt, dass das bisherige Gesetz an mehreren Stellen unklar und unvollständig ist und reformiert werden sollte. Für uns ist wichtig, es darf gar nicht erst der Anschein erweckt werden, dass Fraktionsmittel für parteipolitische Zwecke missbraucht werden können, meine Damen und Herren. Bislang war unklar, was Fraktionen im Rahmen dieser Öffentlichkeitsarbeit tun dürfen und was nicht. Dieses gilt insbesondere auch für die Inhalte, die mit Social Media verbreitet werden. Fraktionen sind so etwas wie der Maschinenraum der Politik. Hier werden tagtäglich Gesetzentwürfe und politische Positionen formuliert, geprüft, beraten, mit Bürgerinnen und Bürgern diskutiert, Interessenverbände und Wissenschaftler angehört und Kompromisse geschnürt. Darüber hinaus müssen Abgeordneten und die Fraktionen selbstverständlich auch informieren dürfen, auch per Social Media und anderen innovativen Formaten. Und das genau stellen wir jetzt klar. Und das ist auch gut und richtig so. Anders ist es übrigens vor Bundestagswahlen. Das sind die Wochen, wo die Parteien miteinander um den besten Weg ringen und die um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger für die nächsten 4 Jahre werben. Da gibt es dann tatsächlich ein Spannungsfeld mit der Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Versuchung, Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit auch unter Wahlkampfgesichtspunkten einzusetzen, besonders groß war. Und wir sorgen deswegen jetzt dafür, dass Fraktionsmittel in den 6 Wochen vor einer Bundestagswahl nur bei einem besonderen parlamentarischen Anlass eingesetzt werden dürfen. Wir werden uns sehr genau anschauen, ob diese Regelung problematische Mitteleinsätze verhindert, wie es leider in der Vergangenheit in einzelnen Fällen auch der Fall war. Wenn das nicht der Fall sein sollte, werden wir uns für Verschärfungen einsetzen. Außerdem gab es bisher keine Regelung dazu, was passiert, wenn Fraktionen die finanziellen Mittel, die sie erhalten, nicht nach den Vorgaben dieses Gesetzes verwenden. Wir stellen klar, dass diese Mittel an den Bundeshaushalt zurückgezahlt werden müssen. Das ist ja eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit. Der Ältestenrat wird zukünftig die Möglichkeit haben, eine rechtswidrige Mittelverwendung festzustellen und die Rückforderung zu veranlassen. Mit diesen Sanktionsmöglichkeiten haben wir die Legitimation der Fraktionsfinanzierung noch mal auf ein etwas höheres Niveau. Und schließlich sorgen wir mit der Neuregelung zur Offenlegung von Interessenverknüpfungen in den Ausschüssen des Bundestages für ein Mehr an Transparenz. Die bisherige Regelung ist unklar und wird im Übrigen in den Ausschüssen nicht einheitlich angewandt. Die Neuregelung stellt nunmehr sicher,
dass die Berichterstatter für ihre Themen gegenüber dem Ausschussvorsitzenden offenlegen müssen, wenn sie außerhalb des Bundestages entgeltlich mit dem Beratungsgegenstand beschäftigt sind. Das wird anschließend in den Ausschussdokumenten vermerkt und ist für die Öffentlichkeit damit auch transparent. Andere Abgeordnete, die im Ausschuss sitzen, müssen ihre Interessenverknüpfungen über die allgemeinen, weitgehenden Transparenzpflichten offenlegen. Wenn die Interessenwahrnehmung daraus noch nicht ersichtlich ist, dann müssen Sie diese allerdings gesondert mitteilen. Damit wird für flächendeckende Transparenz gesorgt und zugleich der bürokratische Aufwand reduziert. Meine Damen und Herren, wir erleben jeden Tag, dass parlamentarische Demokratie im Wettbewerb der politischen Systeme von innen und auch von außen angegriffen wird. Für uns geht es daher darum, den Nachweis zu erbringen, dass unsere repräsentative Demokratie in der Lage ist, die Probleme unseres Landes zu lösen und den Bürgerinnen und Bürgern Vertrauen in eine gute Zukunft zu geben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das schaffen können, wenn es den notwendigen politischen Willen dafür gibt. Mit dem heutigen Gesetz liefern wir einen entsprechenden kleinen Baustein. Abgeordnete und Fraktionen haben damit eine gute und moderne Grundlage für ihre Arbeit. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hoppenstedt. Als nächste Rednerin erteile ich der Kollegin Dr. Irene Mihalic, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, jetzt haben meine Vorredner eigentlich schon fast vollumfassend das dargelegt, was wir heute regeln wollen. Ich will aber noch einige Aspekte betonen, einfach auch vor dem Hintergrund, dass der Bedarf, das Abgeordnetengesetz gerade auch mit Blick auf die Öffentlichkeitsarbeit zu reformieren, dieser Bedarf, der besteht schon länger und der wurde ja auch immer wieder diskutiert. Die verschiedenen Berichte des Bundesrechnungshofes in dem Zusammenhang sind angesprochen worden und deshalb freuen wir uns, dass wir heute gemeinsam mit der Union einen Vorschlag zur Änderung dieses Abgeordnetengesetzes vorlegen können. Und lassen Sie mich betonen, dass Fraktionen selbstverständlich völlig zu Recht öffentliche Gelder für ihre parlamentarische Arbeit erhalten. Und dazu gehört natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit. Wir als Fraktionen erklären ja nach außen, was wir hier im Parlament erarbeiten und auch erreichen wollen oder auch erreicht haben. Und das sind natürlich teils sehr, sehr technische Dinge, so wie jetzt auch vielleicht dieses weniger spannend klingende Abgeordnetengesetz. Aber wir sind es natürlich den Bürgerinnen und Bürgern und der Öffentlichkeit auch schuldig, dass wir hier genau erklären, was eigentlich in so einem Gesetzesvorhaben drinsteckt, worum es dabei konkret geht, was auch die Bürgerinnen und Bürger davon haben. Und all das kann eben auch Teil der Öffentlichkeit sein, weil es eben auch einen Parlamentsbezug hat und soll auch entsprechend vermittelt werden. Aber genauso können natürlich auch Fraktionen öffentliche Veranstaltungen durchführen, wie zum Beispiel Fachgespräche oder Kongresse mit Expertinnen und Experten, mit der Zivilgesellschaft oder mit den Bürgerinnen und Bürgern. Auch dafür können eben diese öffentlichen Mittel verwandt werden. So hat meine Fraktion zum Beispiel vorletzte Woche einen großen Fachkräftekongress veranstaltet. Und auch diese Ergebnisse aus diesem Kongress werden selbstverständlich in die parlamentarische Arbeit einfließen. Und gerade der Dialog zwischen Expertinnen und Experten, der Politik und Bürgerinnen und Bürgern ist doch essentiell, auch für unsere parlamentarische Arbeit. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir klar regeln, wie öffentliche Gelder eben auch für diese parlamentarische Arbeit verwandt werden können. Und es ist auch schon verschiedentlich angesprochen worden, dass es gerade in einem Wahljahr, wenn wir jetzt das Jahr 2024 nehmen, jetzt haben wir die Europawahl gerade hinter uns gebracht, Landtagswahlen stehen bevor, aber auch im nächsten Jahr die Bundestagswahl. Gerade in Wahlkampfzeiten ist es natürlich sehr herausfordernd, ja, beziehungsweise da sind die Fraktionen natürlich gefordert, besonders deutlich zu machen, dass es uns allein um die Darstellung der Ergebnisse unserer parlamentarischen Arbeit und eben nicht um Wahlwerbung geht. Und um das noch stärker zu akzentuieren, sehen wir nun vor, die Öffentlichkeitsarbeit von Fraktionen für die letzten 6 Wochen vor der Bundestagswahl eben noch stärker einzuschränken. Öffentlichkeitsarbeit dürfen die Fraktionen in dieser Zeit der heißen Wahlkampfphase der Parteien nur noch aus einem besonderen parlamentarischen Anlass durchführen, also zum Beispiel einer Rede hier im Bundestag. Das sind klare Regeln und das ist auch gut und wichtig, dass wir das so vorsehen, meine Damen und Herren. Aber was ist
wenn diese Regeln missachtet werden. Der Kollege Hoppenstedt hat gerade auch schon den Rückforderungsanspruch hervorgehoben. Und ich will das noch mal betonen, dass eben zukünftig Gelder, die missbräuchlich verwendet wurden, auch wirklich zurückgefordert werden können und dann eben auch zurück an den Bundeshaushalt fließen. Sie haben es gerade gesagt, Herr Kollege, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Umso erstaunlicher, dass es bisher noch nicht explizit geregelt wurde. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das jetzt auch genauso ins Gesetz schreiben, weil das gilt natürlich nicht nur für die Öffentlichkeitsarbeit. Auch, aber eben nicht nur, wenn zum Beispiel ein aus öffentlichen Fraktionsgeldern bezahlter Mitarbeiter einer Fraktion in seiner Arbeitszeit Plakate für den Bundestagswahlkampf aufhängt, dann ist das eine zweckwidrige Verwendung von Sachleistungen. Ja, das kann er in seiner Freizeit tun, aber eben nicht in der Zeit, in der er sozusagen aus öffentlichen Mitteln für die Fraktion eigentlich tätig ist. Und das gilt eigentlich, das gilt heute schon, ja, und das ist klar, dass man da streng differenzieren muss. Aber damit eine unzulässige Vermischung auch wirklich Konsequenzen hat, schaffen wir eben diesen Rückforderungsanspruch. Und damit setzen wir eine schon lang erhobene Forderung des Bundesrechnungshofes um und erhöhen damit natürlich auch die Kontrolle über die Mittelverwendung. Und mehr Klarheit schaffen wir auch, was den Einfluss von Interessen auf die fachpolitische Arbeit angeht. Auch das haben Sie eben schon angesprochen, wenn es zum Beispiel um diese Offenlegungspflichten im Ausschuss angeht. Und da setzen wir natürlich genau da an, ja, wo es sozusagen für Lobbyistinnen und Lobbyisten interessant wird, nämlich bei den Berichterstatterinnen und Berichterstattern, also ganz konkret bei den Abgeordneten, die ein Gesetz verhandeln. Und wenn man neben seinem Mandat noch einer anderen entgeltlichen Tätigkeit nachgeht, aber genau zu diesem Thema dann ein Gesetz verhandelt, dann stellen wir eben klar, dass dann auch tatsächlich offengelegt werden muss, dass man eben genau mit diesem Thema vielleicht in einem anderen beruflichen Spektrum betraut ist und es da entsprechende Interessensverknüpfungen gibt. Die bisherige Regelung hat da einfach zu vielen Unklarheiten geführt. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir das genau an dem Punkt darstellen, wo es auch im wahrsten Sinne des Wortes darauf ankommt, meine Damen und Herren. Insgesamt möchte ich sagen, dass wir, glaube ich, oder ich bin davon überzeugt, ich glaube das nicht nur, einen ziemlich guten und auch stimmigen Gesetzentwurf erarbeitet haben. Und daher möchte ich mich sehr für die konstruktive und zielführende Zusammenarbeit bei meinen Kollegen der anderen Fraktionen, der Ampelfraktion, aber auch der CDU-CSU bedanken und freue mich da auf die weiteren parlamentarischen Beratungen. Vielen Dank, Frau Mihalic. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Stefan Brandner, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist einmal wieder der Klassiker, auch wenn Sie anderes behaupten. Eine Fußball-WM im eigenen Lande, überall Party, Brot und Spiele, Panem et Circensis, wie der Lateiner sagen würde. Und Sie von der ganz großen Koalition der Altparteien nutzen das hemmungslos aus. Geradezu harmlos daherkommend als angeblich zwingende Änderungen in der steuergeldfinanzierten Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen greifen Sie im Ergebnis mal wieder schamlos zu. Zugegebenermaßen nicht ganz so schamlos wie zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Wir erinnern uns, als die damalige Große Koalition aus SPD und CDU-CSU sehenden Auges Verfassungsrecht brach. Warum? Um die SPD vor dem Ruin zu schützen. Damals 25 Millionen Euro mehr im Jahr, offensichtlich verfassungswidrig. Egal, es war WM, man peitschte es durchs Parlament. 4 Jahre später erklärte das Bundesverfassungsgericht genau das, was wir prognostiziert hatten, diese ganze Chose für nichtig. Ein Schaden von 4 mal 25 Millionen Euro war entstanden, 100 Millionen Euro Schaden. Zuerst taten Sie so, als akzeptierten Sie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, als wollten Sie zurückzahlen. Was haben Sie dann gemacht? Die große nationale Front der Altparteien hat rückwirkend ein neues Gesetz gemacht. Die 100 Millionen blieben bei den Parteien. Das rechtswidrig den Steuerzahlern genommene kam da nicht mehr an. Vor diesem Hintergrund ist es geradezu komisch, dass Sie jetzt sagen, wir möchten Rechtsgrundlagen dafür schaffen, dass Fraktionen Gelder, die rechtswidrig verwandt wurden, zurückzahlen. Hören Sie genau zu. Ich prognostiziere Ihnen, es wird nie geschehen. Das werden Sie nie tun. Sie werden rechtswidrig erlangte, verwandte Gelder genauso einsacken wie die rechtswidrig erlangten 100 Millionen von 4 Jahren. Da kennen Sie keine Hemmung. Und nun wollen Sie weiteres Geld raushauen zu der Propagandamaschinerie von ZDF, von ARD, von Ihren Gewerkschaften und Kirchen. Soll jetzt noch die Propagandamaschinerie
Maschinerie der Bundestagsfraktionen ins Feld geführt werden und das Volk berieseln. Sie sind alle in Panik, weil ihnen dem Zwangsrundfunk, ihrem Zwangsrundfunk kein Mensch mehr glaubt. Sie sind in Panik, weil sich die mündigen Bürger inzwischen in den sozialen Medien informieren und dieses betreute Denken des Zwangsrundfunks und von ihren Kollegen draußen, von ihren Spießgesellen ganz eindeutig ablehnen. Sie sind in Panik und in diesen sozialen Medien, deshalb sind sie auch in Panik, haben wir von der Alternative für Deutschland unsere Nase ganz weit vorne. Wir alleine haben, ohne das, was Sie jetzt zusätzlich sich selber noch zuschustern wollen, ein Mehrfaches an Aufrufen als Sie alle zusammen. Und woran liegt das? Woran liegt das? An der guten Politik der Alternative für Deutschland. Mehr Geld reinpumpen und schon läuft's, meinen Sie? So läuft es nicht. Denn schlechte Politik wird durch teure Netzarbeit nicht anders. Machen Sie einfach gute Politik. Deshalb wollen die Bürger nämlich zu uns. Wir machen gute Politik. Mit uns wären verheerende Fehlentscheidungen, da können Sie noch so kichern und so albern kichern, Frau Michalic, verheerende Fehlentscheidungen wie Migrationskatastrophe, Messer- und Prügelmorde, Kernenergieausstieg, Ukraine-Krieg. Das wäre mit uns nicht passiert. Wir hätten Lösungen angeboten. Und deshalb lieben die Leute und uns draußen und schauen uns in den sozialen Medien ohne weitere Millionen Euro zu. 190 Millionen Euro Staatsmittel für die Parteien im Jahr, 660 Millionen stecken Sie sich noch ein mit Ihren Stiftungen, die Propaganda im In- und Ausland betreiben, das ist ja schon fast bei einer Milliarde. 130 Millionen Euro für die Fraktionen kommen noch hinzu, die Sie jetzt zusätzlich für Propaganda missbrauchen wollen. Es ist erbärmlich. Und sogar Friedrich Merz hatte Panik, ne? So eine Pinocchio-Nase inzwischen uns unterstellt, wir würden magische soziale Medienbetreuer beschäftigen. Gelogen war es. Er hat eine strafbewährte Unterlassungserklärung mir gegenüber abgegeben und der AfD gegenüber abgegeben. Lügen haben kurze Beine, Herr Merz. Zeigen Sie mal, wie lang sind Ihre? Also das war auch ein Schuss in den Ofen. Mein Tipp von hier vorne, ganz kostenlos für Sie, meine Damen und Herren, von den Vereinigten Altfraktionen. Machen Sie bessere Politik, vermeiden Sie Fehler, lösen Sie Probleme. Präsentieren Sie sympathisches, gut ausgebildetes Personal sowie die Alternative für Deutschland. Dann kommt der Erfolg ganz von alleine auch in den sozialen Medien. Soweit gucken wir mal, was sich dann im Ausschuss ergeben wird. Herr Präsident, ich bin am Ende. Ja, das wollte ich jetzt so nicht feststellen, dass Sie am Ende sind, aber wenn Sie das selbst sagen. So. Nächster Redner ist der Kollege Stefan Thomé, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Der Kollege Fechner meinte gerade eben, wir führen heute eine etwas langweilige, glaube ich, waren Ihre Worte, Debatte. Ich empfinde nicht als langweilig. Und um die Debatte auch ein bisschen aufzuhalten, habe ich eine Geschichte mitgebracht aus meiner Allgäuer Heimat. Da erzählt man sich die Geschichte eines frühen Vorgängers von mir aus den 1950er, 60er Jahren. Der erhielt mal einen Bürgerbrief. Und dann lag der da in seinem Büro so ein paar Wochen herum und sein Mitarbeiter fragte ihn irgendwann mal, Herr Abgeordneter, soll mich diesen Brief mal beantworten? Und dann sagte der Abgeordnete zu ihm, nee, das ist nicht notwendig, den treffe ich schon mal wieder. Das würde heute so, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Heute wird rund um die Uhr kommuniziert. Zuschriften von Bürgern erreichen uns heute an 7 Tagen der Woche, fast rund um die Uhr, auf allen denkbaren Kanälen, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, auf TikTok, per E-Mail natürlich, auf LinkedIn und dergleichen mehr. Heute sind wir ständig dabei zu kommunizieren. Das betrifft nicht nur uns Abgeordnete, sondern auch die Fraktionen selber, die ihre Botschaften dahin tragen müssen, wo die Menschen heute sind. Und es ist heute eben nicht mehr am Küchentisch und lesen Zeitung oder im Wohnzimmer und sehen die Fernsehnachrichten, sondern Jüngere wie Ältere holen sich heute ihre Informationen und kommunizieren zunehmend online, am PC, am Tablet und unterwegs, in der U-Bahn, wo immer sie gerade sind, am Smartphone. Und deswegen ist die Kommunikation heute nicht mehr die Verbreitung von langen Reden, von ausführlichen Positionspapieren, von komplizierten Gesetzentwürfen, sondern das Kommunikations- und Informationsverhalten der Menschen hat sich total geändert und wandelt sich beständig. Und daher muss auch die Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen sich ständig anpassen an diesen Wandel der Kommunikation und Information, wie die Menschen sie erwarten. Und deswegen haben wir heute
ein völlig anderes Mediensystem, ein völlig anderes Konnektionsverhalten, bei dem soziale Medien einen ständigen und vor allem sofortigen Austausch mit den Menschen in allen denkbaren Konstellationen und auf allen Ebenen notwendig machen. Und deshalb ist es notwendig, dass die Fraktion bei der konkreten Umsetzung ihrer Öffentlichkeitsarbeit in der digitalen Kommunikation frei sind, sich anpassen können, ständig sich diesem Wandel anpassen können hinsichtlich Mittel, Ort, Zeit, Häufigkeit und Stil ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Und deswegen schaffen wir heute mit diesem Gesetz, das wir heute einbringen, eine sichere gesetzliche Grundlage für diese beständige Anpassung an das neue Kommunikationsverhalten der Menschen. Und das schreiben wir heute in die Arbeitsgrundlage unseres Parlaments hinein, in das Abgeordnetengesetz. Und deswegen freue ich mich sehr auf die Beratungen, die anstehen, freue mich sehr auf kreative und originelle Einfälle, die wir jetzt auch gesetzlich fundieren und möglich machen, damit Parlament, Fraktion und Abgeordnete eine sichere Grundlage haben für ihre Kommunikation. Denn die schnelle und ständige Kommunikation, die wir heute pflegen müssen, hat Vorteile und Nachteile. Aber aussuchen können wir uns das nicht. Wir müssen uns dem stellen, und keiner kann heute mehr sagen, na ja, den treffe ich schon irgendwann mal wieder. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Thomae. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Michael Frieser, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, vielen herzlichen Dank, werte Kolleginnen und Kollegen. Die Frage taucht schon auf, warum man diese Debatte hier tatsächlich in dieser Breite führen muss. Aber wenn es eines Beweises bedurfte, dann die Tatsache, dass man hier an diesem Ort über die Frage der Befindlichkeiten und über die Frage der Grundlagen der Zusammenarbeit als Abgeordnete reden muss. Denn es ist kein Anlass zu klein, kein Anlass zu unnötig, als dass aus ihm nicht versucht würde, billiges Kapital zu schlagen. Deshalb, nein, es bedurfte keines Hinweises des Bundesrechnungshofes auf die Frage, dass durch unsere Geschäftsordnung des Abgeordnetengesetzes der Wind der Vergangenheit weht. Da sind wir auch schon selber drauf gekommen. Man hat ja geradezu die Druckerschwärze bei der Frage noch gerochen, wenn es um die Frage der Mitwirkung und die Frage der Öffentlichkeitsarbeit ging. Passgenaue Öffentlichkeit, passgenaue Information von dem, was dieser Bundestag im Interesse seiner Bürger tatsächlich macht, das ist etwas, was diese Art aus dem Abgeordnetengesetz abgeleitet bis hinein in die Geschäftsordnung so noch nicht kannte. Das bedurfte in der Tat einer Überarbeitung. Das vor allem aber auch, und das sage ich jetzt mal als ein Berufsstand der rechts- und steuerberatenden Berufe, dass man hier ein bisschen Präzisierung braucht bei dem Thema Betroffenheit, das ist wichtig, dass die Menschen entscheiden können bei einer Berichterstattung, bei einer Beratung über Themen, wer mit welchen Interessen an dieser Beratung teilnimmt, sie gegebenenfalls auch vorantreibt. Aber dass das unpraktisch war, haben eigentlich alle Ausschusssitzungen gezeigt. Da bin ich sehr dankbar, dass man das miteinander wirklich regeln konnte. Ich will noch einen Fall aufgreifen, die sogenannte Tatsache, was kein Mensch draußen jemals zur Kenntnis nehmen könnte, dass wir als Parlament keinen Dienstherrn haben. Ja, wir sind Abgeordnete, aber wenn es um die Frage Versicherung oder so geht, leben wir etwas im luftfreien Raum, dass man hier auch Ansprüche abtreten kann. Das ist etwas, was uns tatsächlich notwendig ist. Der Umgang mit Steuergeldern, meine sehr verehrten Damen und Herren, der vorsichtige, maßvolle, entgegen allen Unkenrufen bei der Frage, wie man mit den Mitteln möglichst effizient umgeht, ist etwas, was die Grundlage dieser sehr maßvollen, sehr gemäßigten Reform des Abgeordnetengesetzes und damit auch der Grundlagen für die Geschäftsordnung getragen hat. Ich bedanke mich bei den Kollegen für diese Form von Beratung. Kollege Hoppenstedt hat schon darauf hingewiesen, es gäbe schon andere Themen, bei denen etwas mehr Gemeinsamkeit in diesem Parlament nicht nur Not täte, sondern auch in der Vermittlung unserer Botschaften durchaus gewinnbringend sein könnte. Das mag ein Fingerzeig sein. Herr Präsident, mit Blick auf die Uhr, ich schenke Ihnen ganz persönlich 2 Minuten. Machen Sie das Beste daraus. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Frieser. Sie schenken nicht mir 2 Minuten, sondern sich selbst und dem Hohen Haus. Ich muss ja hier sitzen, ob mir das passt oder nicht. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Thomas Seitz, fraktionslose Abgeordnete. Also ich würde gerne die 2 Minuten übernehmen vom Kollegen. Aber
fürchte, das wollen Sie nicht gestatten. Deswegen, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Rückforderung rechtswidrig verwendeter Steuergelder ist überfällig. Aber wenn sich der Anspruch nur gegen die Fraktion richtet, schreckt dies nicht ab, weil die Verantwortlichen für den Missbrauch nicht persönlich haften, geschweige denn sanktioniert werden. Und den Fraktionen tut es nicht weh. Ich zitiere den Bund der Steuerzahler. Die Fraktionen werden überfinanziert, weil sie mehr Geld vom Staat erhalten, als sie für die Finanzierung ihres Personals und Geschäftsbetriebs benötigen. Dem ist angesichts nicht benötigter Geldmittel von über 82 Millionen in den Fraktionsbilanzen für 2021 nichts hinzuzufügen. Oder betrachten wir die Union, deren Rücklagen zwischen 2012 und 2017 von etwa 7 Millionen auf fast 23 Millionen angestiegen sind. Die Fraktionsmittel müssen also deutlich gekürzt werden, denn übermäßige Geldmittel bedeuten verdeckte Parteienfinanzierung und beeinträchtigen durch die jetzt massiv ausgeweitete Öffentlichkeitsarbeit die Chancengleichheit der parlamentarisch nicht vertretenen Parteien. Vor allem aber muss die unbegrenzte Übertragung unverbrauchter Mittel sogar in die nächste Wahlperiode entfallen. Was maßvolle Rücklagen für zum Beispiel Liquidität oder Ansparzwecke übersteigt, muss an den Bundestag zurückfließen. Bei meiner ehemaligen Fraktion der AfD beliefen sich die Finanzmittel gegen Ende des letzten Jahres auf etwa 23 Millionen. Im Herbst habe ich der Fraktion die Problematik ausführlich dargelegt. Sinnvoll können diese Unsummen bis zum Ende der Legislatur kaum verbraucht werden. Hier im Plenum verkündet die AfD regelmäßig und lautstark den Anspruch, anders zu sein als die Altparteien und prangert deren Selbstbedienungsmentalität zu Recht an. Wenn der Anspruch aber zutrifft, dann müsste die AfD mindestens 10 Millionen an den Bundestag zurückzahlen, und zwar am besten sofort. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Ein Insider. Ich grüße Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher auf den Tribünen. Wir haben einen Wechsel im Vorsitz vorgenommen. Und der nächste Redner und letzte Redner in dieser Debatte ist für die SPD-Fraktion der Kollege Sebastian Roloff. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist schon gesagt worden, die Debatte ist jetzt nicht vielleicht unbedingt der Straßenfeger in dieser Woche. Allerdings ist es essentiell, dass wir über die Transparenz unserer Öffentlichkeitsarbeit öffentlich beraten und es auch, wenn es Änderungen gibt, darstellen. Und es ist natürlich auch klar, wenn wir alle hier arbeiten, und wir arbeiten alle viel, und das stelle ich jetzt mal zumindest bei den meisten Kolleginnen und Kollegen, wenn es draußen aber keiner mitbekommt, ist das Thema ein bisschen verfehlt. Und dementsprechend ist die Frage der Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen nicht zu unterschätzen. Ich freue mich auch sehr, dass es möglich war, dass wir mit der CDU-CSU hier einen gemeinsamen Entwurf hinbekommen haben, denn es ist völlig klar, dass die Fraktionen essentielle Pfeiler unserer demokratischen Willensbildung sind. Sie strukturieren die parlamentarische Arbeit, organisieren die Arbeitsteilung und unterstützen ihre Mitglieder natürlich in der politischen Tätigkeit. Das kennen wir alle, und dementsprechend ist die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit ein wesentlicher Teil der Aufgaben der Fraktionen. Und die Bürgerinnen und Bürger haben ein berechtigtes Interesse daran, über die Aktivitäten der Fraktionen umfassend informiert zu werden, weil diese Transparenz das Vertrauen fördert und natürlich auch die Akzeptanz unserer Entscheidungen erhöht. Die bisherige Regelung von 55 Absatz 3 des Abgeordnetengesetzes war regelmäßig Gegenstand von Diskussionen. Der Bundesrechnungshof hat die auch seit Jahren schon kritisiert, und deswegen ist es gut und richtig, und ich darf hinzufügen, überfällig, dass wir hier eine Konkretisierung vornehmen. Ich glaube, dass die aktuelle Regelung, die wir heute ändern, zu viele Interpretationsspielräume zugelassen hat, und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Unsicherheiten gerade vor dem Hintergrund der Dynamisierung der Kommunikationslandschaft, die sich ja auch regelmäßig verändert, wir merken das ja in den sozialen Medien, quasi schon von Woche zu Woche vornehmen. Der Bundesrechnungshof meint, dass die Fraktionen die Öffentlichkeit nach der bisherigen Regelung nur über ihre explizite Arbeit im Parlament unterrichten dürfen, also über gestellte Anträge, gehaltene Reden oder Gesetzesinitiativen, aber das zum Beispiel gar nicht mit politischen Botschaften aufladen dürfen und auch schon die Verlinkung von einzelnen Abgeordneten unzulässig sein soll. Ich glaube, es ist klar, dass wir das anpassen müssen, und es erschließt sich, dass es logisch ist, diese Lücke heute zu schließen.
Und der Gesetzentwurf stellt auch klar, dass eine eigenständige Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen zu ihren originären Aufgaben gehört. Ich glaube, dass man das gar nicht anders sehen kann, selbstverständlich immer in Abgrenzung zur Parteiaktivität. Deswegen muss die Urheberschaft klar erkennbar sein. Und der Grundsatz der Chancengleichheit, insbesondere vor Wahlen, darf nicht verletzt werden. Ebenso ist es richtig, es ist schon gesagt worden, dass wir endlich eine explizite Rückzahlungsverpflichtung bei pflichtwidrig verwendeten Mitteln regeln. Eigentlich ist das natürlich selbstverständlich, aber bisher gab es dafür keine Rechtsgrundlage. Und dementsprechend ist es sehr sinnvoll, dass das heute passiert. In Zeiten, in denen Fake News und Desinformation eine zunehmende Bedrohung für unsere Demokratie darstellen, ist es unerlässlich, dass wir Bürgerinnen und Bürger klare Informationen direkt als ihre politischen Vertretungen über unsere Arbeit zukommen lassen. Deswegen ist es gut, dass wir diesen Entwurf heute diskutieren, weil er die Transparenz und Effizienz stärkt und klare Regeln schafft. Und ich darf den 2 Minuten vom Kollegen Frieser auch noch 1,5 hinzufügen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Dankeschön. Vielen Dank für dieses großzügige Geschenk heute. Damit schließe ich die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 27. Interfraktionell wird die Überweisung des Gesetzentwurfs auf der Drucksache 19/1044 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Weitere Überweisungsvorschläge sehe ich nicht. Dann verfahren wir so. Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 28a und den Tagesordnungspunkt 28b. Es ist die Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technik.